So, ihr Lieben, da oben seht ihr die Zugspitze. Das ist die Zugspitzbahn. Da sitzt kein Schwein drin, Mensch. Da geht's hoch. Oder wie die Bayern das sagen, da geht's aufi. Aufi. Ja, Anna. Keine Ahnung, das da, da hinten ist der Alpsee. So, wir gucken erstmal dort und dann gucken wir dort. Na, dort gucken wir das, dass wir dort mal gucken. Und hier gucken wir, dass wir dort mal gucken. So, ich drehe mich nochmal um, Freunde. Guten Morgen! Ja, wir sind gestern von Italien wieder zurückgefahren. Weil wir müssen ja noch woanders hin, und zwar Silvester. Jetzt sind wir gerade, naja, am Rande der Alpen. Kurz nach Garmisch, Richtung Murnau. Haben hier eine wunderschöne Nacht verbracht. Ganz hier hinten seht ihr noch die etwas höheren Bergspitzen. Hier wird es schon flacher. Ja, naja, vielleicht könnt ihr es ja erraten, wir müssen jetzt ca. 900 Kilometer fahren. Ne? Jetzt haben wir unser Frühstück schon geschmiert. Und jetzt tue ich noch die Toilette entsorgen. Frischwasser haben wir genug. Dann geht es an die Tankstelle. Und dann geht's los. Und dann hoffen wir mal, dass wir heute Abend, spätestens morgen, dort oben eintreffen. Ja, kleine Pause, und zwar jetzt endlich mal wieder in Thüringen. Nach der langen Zeit in Italien und Bayern, jetzt wieder in Thüringen. Wir stehen hier auf dem Rastplatz und kochen jetzt erstmal ein paar China-Nudeln. Dann haben wir noch ca. 5 Stunden oder 6 und dann sind wir am Ziel. Und dann erfahrt ihr, wo wir hingefahren sind. Und da natürlich Silvester auch bleiben. So, Tommy sagt dazu gar nicht mehr. Der hat heute ein bisschen Durchfall. Wir haben jetzt schon 3 oder 4 Pampers-Wechsel durchgeführt. Aber jetzt gibt es erstmal Mittag. Eine extra hier ein Nest gebaut, dass er sich reinlegen kann. Naja, er genießt die Lüfterheizung. Auch schön. Naja, guten Appetit. Ja, ganz schön was los hier auf dem Campingplatz an der Ostsee. Also ich glaube, so viele standen Silvester hier noch nie. Und das hört nicht auf, ne? Das waren immer mehr. Es war alles nass hier gerade, aber das Wetter ist schön. Kriegen wir schon hin. Ja, nach einer Woche Leben im Camper über Dresden, Italien, Gardasee, jetzt an der Ostsee, müssen wir wieder mal Wäsche waschen. Wir sind halt total im Stress, weil wir haben dann noch Fackelumzug. Ein Musiker ist halt noch da, den wollen wir auch noch erleben. Unsere Freunde sind auf dem Campingplatz. Wir waren jetzt aber schon beim Wäschewaschen einkaufen. Jetzt müssen wir noch trocknen, dann müssen wir noch tanken und dann geht es wieder zurück auf den Campingplatz. Es ist wunderbar hier in dem Maschsalon, es gibt Kaffee. Normalerweise sind hier drüben auch noch Sachen drin in diesem Automat. Da ist wieder mal leer, da war es letztes Mal auch schon leer. Aber das letzte Mal gab es auch keinen Kaffee. Jetzt haben wir Kaffee, warten jetzt noch 15 Minuten auf unsere
auf unsere Wäsche, dann geht es zum Tanken. So, Tommy, hast du das hier im Griff mit der Wäsche? Ja, ne? Mit meinem Kaffee auch. Tommy, alles klar? Er spricht eigentlich sehr viel, aber gerade nicht. Jetzt stehen wir. Wäsche ist gewaschen. Fahrzeug ist angeschlossen. Strom liegt, funktioniert alles. Und jetzt bereiten wir uns vor auf den Abend. Nee, eigentlich auf den Nachmittag. Fackelumzug. Hier kommt schon, oh, hier kommt schon wieder Wohnwagen. Also hier geht's los. Sehr gut. Schönes Wetter. Nicht kalt. Perfekto. Und der Tom, bist du auch an der Ostsee angekommen? Im schicken neuen Weihnachtspullover? Na klar, ne? Guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Oh, naja. Früh am Morgen. Wir haben den 31.12. Und wir sind hier immer noch auf dem Campingplatz an der Ostsee. Ja, die Sonne geht gleich auf. Und wir gucken uns die ganze Sache jetzt mal von der Seeseite an. Nicht von der Seeseite, aber am Strand. Und da nehme ich euch doch gleich mal mit. Wir müssen hier noch ein bisschen leise sprechen. Es ist zwar bereits, glaube ich, um 8, aber hier schläft noch alles. Morgen! Sind wir doch! Jetzt gehen wir nur noch über die Straße. Ich glaube, so ein ähnliches Video habe ich schon gemacht, ne? Aber wir gehen jetzt über die Straße. Da kommt jetzt hier noch ein kleiner Weg. Und dann kommt die Ostsee. Ich sehe sie schon im Hintergrund. Ist doch toll, ne? Wir verabschieden die Ostsee im Jahr 2023. Und morgen früh wird die Ostsee wieder begrüßt. Und es ist so eine wunderschöne Luft heute. Überhaupt nicht kalt. 6 Grad, sehr angenehm. Und hier ist keine Menschenseele. Einfach Ruhe. Die Ostsee ist auch ruhig, kaum Wellen, sehr flach. Ein Träumchen. Tommy geht später auch an den Strand, aber da brauchen wir noch ein paar Minuten. Ja, entspannt noch. Na dann schaut doch mal. Da hinten gehen sogar welche ins Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hältst du nicht für möglich. Wo ist sie?
Na, wo sind die zwei schon wieder? Rutsche, rutsche. War schön? Ja. Frischmeck. Was ist das? Nur. Nur eat. I cannot buy this driving eat. So, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, wann der Tommy hier runterkommt. Das ist für ihn schon ein Pflichtprogramm, wenn er in Kosovo ist. Rutschen, jawohl, los geht's. Na, fein, Tommy. Na, Haroshi. Mutti macht das noch 20 Mal. Ich kann nicht. Steht an der Rutsche nur unter 100 Kilo. Deswegen darf ich nicht rutschen. Ich würde ja gern. Wir haben leichte Startprobleme hier oben. Irgendwas geht nicht voran, aber jetzt sind sie auf der Piste und das ist Bestzeit. Bestzeit für Tommy the Man. Ja, wunderbar, die beste Zeit des Jahres. Regelrecht reingerutscht ins neue Jahr. Ach nee, noch nicht. Und da oben sind sie jetzt wieder am Start. Tommy the Man und Anna auf der Kandahar. Anna im Scampi-farbenen Romper, im Garnelen-Outfit. Orange, Scampi-farbener Romper und jetzt Bestzeit, Bestzeit, Bestzeit. Ja, wunderbar. Das war eine Silhouette, die er hingedreht hat. Perfekto. Nee. Ist es das? Ja, ja. Gesundes Neues. Genau. Ja. Nein zu, nein zu, ab und zu. Oh. Dirk, alles was du jetzt sagst, ist auf dem Video, ne?
Guck mal. Ja, die hat mal Löcher. Ach so, ja, kann ich mal mein Menü oben machen. So ein Pocket. Das stabilisiert auch so wie so eine Drohne. Ja. Also ich könnte hin und her und wackeln und laufen, bleibt ja immer gerade. Also auch wenn du jetzt rennen würdest oder ja, sowas, würde man gerade halten. Ja. Guck mal, wie langsam das schwenkt. Habe ich noch so ein externes Mikrofon? Ja. Kann ich mir hier ranstecken? Ja. Sag mal Mäh. Mäh. Sag mal Mu. Mau. Mau. Na ja. Nächstes Jahr zu Weihnachten. Ne, Dirki? Ja, Jutti, den Bronze kriegt bestimmt. Ich möchte den Liste jetzt runterbringen. Nee, wie sagt er, das hier jetzt? Halte deine Zitrone fest, sonst ist es im Wasser. Deine ist schon weg, wa? Ja. Und ich hab gedacht, er beißt dann. Und dann zink. Zack. Dann weg. Guten Morgen, letzter Tag an der Ostsee. Dann geht's zurück ins Sachsenland. Fadi, Moppel, für dich heute alles Gute. Alles wird gut. Und dann geht's wieder in die Pilze. Und dann vielleicht auch bald wieder an der Ostsee mit uns zusammen. Guckt euch das an. Anfang Januar. Vom Strand ist ja nicht mehr viel übrig. Extremes Hochwasser. Ganz hier hinten seht ihr die Seebrücke von Kosovo, hell beleuchtet. Es ist ein Traum, jeden Morgen hier in der Natur zu stehen. Herrlich. Also euch einen schönen Tag und wir sehen uns in Zwicke. So, heute hängen wir fest. Aber heute ist alles komplett aufgeweicht. Da findest du gar keinen festen Untergrund mehr. Naja, warten wir mal auf den Chef, dass er uns hier rauszieht.